Wie aufwendig diese Arbeit ist, zeigt die experimentelle Herstellung eines Schwertes aus Erz, das mit Hilfe eines Rennofens gewonnen wurde, wie bei den Kelten. Im nächsten Schritt werden wir die Barren spalten, zusammenfalten, verschweißen, wieder ausschmieden, spalten, zusammenfalten, verschweißen, wieder ausschmieden. So lange, bis wir ein gutes, zähes, starkes Material haben, das sich für eine Schwertklinge eignet. Das wiederholte Schmieden ist notwendig, um Holzkohle und Schlackenreste aus dem im Rennofen entstandenen Eisenbrocken auszutreiben. Mit jedem Brennen und Falten wird das Eisen fester und reiner. Den Schmieden von heute erleichtert der Lufthammer die kraftzehrende Arbeit. So kann man ein einfaches Schaukampfschwert in 8 bis 10 Stunden fertigen. Ein ausgeschliffenes Prunkschwert mit kunstvollen Verzierungen dauert um ein Vielfaches länger. Es war nicht zuletzt der Besitz dieser eisernen Schwerter, der den Kelten ihren Ruf als herausragende Krieger einbrachte und ihnen für Jahrhunderte die Vormachtstellung in Europa sicherte.